So, da der Bastelzeit. Und wir hatten in der letzten Folge Bit Basics ja schon gesehen, dass wir mit einem Mikrocontroller AC-Lasten schalten können. Auch hatte ich kurz angeschnitten, dass es das kommerziell gibt und das wollen wir uns dann heute mal angucken. Das hier, das ist ein Sonoff Basic. Sonoff, relativ bekannte Marke. Die stellen die sehr in hohen Stückzahlen her und die sind sehr beliebt bei Bastlern, weil man kann sie sehr einfach umbauen. Ich meine, es gibt hier bereits eine App dabei, die kann Alexa, Google Assistant, dieses Nest-Zeug und was auch immer das hier ist. Und auch sonst, wenn wir außen rum gucken, Remote Control sollte klar sein. Und wir haben vor allen Dingen ein CE-Zeichen, angeblich ein offizielles. Wie ihr sehen könnt, Beschreibung in Englisch, alles mit dabei. Material, die Wi-Fi-Standards, also das sieht alles sehr gut aus. Und 2,4 Gigahertz only. Ihr könnt euch sicher schon denken, was das heißt. Nun gut, ansonsten Power Supply 90 bis 250 Volt AC. Ihr könnt es also sowohl für amerikanische als auch für die europäischen Netze einsetzen. Maximal 10 Ampere, das ist ein bisschen kritisch. Theoretisch ist das für Deutschland okay, aber in Deutschland sind noch sehr viele Häuser, wo 16 Ampere Sicherungen verbaut werden. Da besteht dann die Möglichkeit, dass der hier beschädigt werden könnte, wenn er keine Sicherung hat, aber ich gehe mal davon aus, dass sogar eine drin ist. Dann passt das. Und maximal entsprechend 2200 Watt. Also ihr könnt damit auch durchaus größere Sachen schalten mit 2 Kilowatt. Ja, da geht schon so irgendwie Friteuse, Backofen, naja, kleiner Backofen vielleicht. So, wie ihr seht, ich bin total unfähig, die Packung hier aufzumachen, reiß schon mal alles auseinander. Und da drin finden wir alles Mögliche. Aha, da kommt noch mehr. Dann schauen wir mal, was wir haben. Wir haben einmal das Gerät selber, das gucken wir uns gleich an. Die beiden hier, das ist für die Seite, ein paar Schrauben zum Festmachen. Und dann haben wir hier die Anleitungen. Wir haben einmal hier ein Qualified Certificate, wo einfach nur nochmal steht, dass alles okay ist. Wobei ich sehe gerade, das hier ist gedruckt. Also, ja. Wie viel auch immer man davon hält. Und wir bekommen eine komplette Anleitung in vernünftigem Englisch. Bekommen hier auch die Info, dass es diese EWE-Link-App gibt, die offiziell unterstützt wird. Wir brauchen 2,4 GHz Wi-Fi mit dem Passwort. Hier ist dargestellt, wie man das Ganze anzuklemmen hat. Press and Hold, das ist für die Erstsynchronisierung. Das heißt, beim ersten Einrichten, da müsst ihr dann einen Knopf drücken, festhalten und dann könnt ihr mit eurem Handy das Gerät einrichten. Gebt dem Gerät dann euer WLAN mit und ja, dann funktioniert das Ganze. Es gibt von Sonoff auch noch Modelle, die mit 433 MHz arbeiten. Das ist dann nicht mehr WLAN. Da gibt es dann auch wieder Gateways und alles Mögliche. Aber ich werde mich jetzt hier auf die Wi-Fi-Geräte beschränken, weil, hey, das ist das, was wir brauchen. Das Ganze auf der Rückseite auf Chinesisch. Das brauchen wir, denke ich, nicht. So, das Gerät selber. Wie gesagt, wir haben hier diese Teile. Ihr seht hier haben wir den Input N und L, haben hier so eine, sehr schief. Ah, ich glaube, der hat irgendwie den Transport nicht ganz überstanden. Der hängt ein bisschen schief da drin. Ja, sollte natürlich nicht so ankommen. Aber gut, in letzter Zeit ist hier der Transport etwas ruppig gewesen wegen Weihnachten und so. Ihr habt hier also die beiden Input-Terminals, also wo der Strom reinkommt, N und L. Das Ganze geschraubt und hinten dasselbe nochmal. Output N und L ebenfalls geschraubt. Es gibt nichts für Ground. Das heißt, wenn ihr eine Ground habt, dann müsst ihr den irgendwie außenrum selber durchschleifen. Weglassen wollt ihr dann auf jeden Fall nicht. Und wenn ihr fertig seid, dann kommen hier diese Dinger. Die werden oben drauf gesetzt und die haben sowohl Zugentlastung als auch Berührschutz, dass da nichts berührt wird. Und ja, so habt ihr das Ganze dann schön verpackt. Was wir dann hier hinten auch haben, ist nochmal ein schönes Qualitätssiegel 2017-19. Ja, weg damit. I avoid warranties. Dann schauen wir einfach mal ins Innere. Zum einen, weil wir es reparieren müssen, zum anderen, weil ich euch natürlich auch zeigen möchte, was die da verbaut haben. Auch wenn ihr es euch sicher bereits denken könnt. Und wenn wir das hier aufmachen, so, dann haben wir hier das Board, so, was jetzt auch wieder gerade sitzt. Wenn wir gucken, wo war überhaupt Eingang? Ich glaube, links war der Eingang. Ja, definitiv. Wir haben hier das Blaue, das ist ein bisschen Überspannungsschutz, Anlaufschutz, irgendwas in die Richtung. Dann haben wir hier ein Relais, das kennen wir ja schon von unserem eigenen Aufbau. Wir haben einen kleinen Trafo und auch das sollte euch bekannt vorkommen. Denn ja, hier ist im Prinzip auch nur dieses Netzteil drauf. Was wir dann hier haben, ist ein Flash und wenn wir rumdrehen, tada!
Was haben wir denn hier für einen schönen Chip? Ja, das ist tatsächlich ein ESP8266, oder? Ja, ESP8266. Und ja, im Prinzip ist das genau dasselbe, was wir eben per Hand uns zusammengebaut haben, nur als fertiges Modul. Wir haben sogar hier diese Pins, diesen J1. Da können wir ein Programmiergerät anschließen, können eine eigene Firmware drauf machen. Deswegen sagte ich, bei Bastlern relativ beliebt. Man kann, wie gesagt, sehr einfach hier eigene Firmware draufbringen und dann so die Originalsoftware, die wohl teilweise auch Sicherheitsprobleme haben soll, ersetzen gegen was Eigenes, was dann auch in die eigene Haussteuerung und so reingeht. Gut, ja, ansonsten nicht allzu viel zu sagen. Wir sehen hier auch die Antenne und so. Und ja, ich würde sagen, das bauen wir einfach mal wieder zusammen und können das dann hier einmal mit der Original-App nutzen und dann schauen wir uns später eventuell noch an, wie wir das Ganze umprogrammieren können. Ihr seht, das Ganze ist einfach nur geklippt, auch wenn wir jetzt natürlich das Garantiesiegel hier oder dieses Kalibriersiegel zerstört haben. Ja, das soll bei mir jetzt mal nicht so das Problem sein. Und ja, im Prinzip anklemmen, Knopf drücken und dann läuft alles. Nur hat der Sonoff ja keine Anschlüsse mit dabei, also hole ich mir einfach hier so ein Kaltgerätekabel, davon habe ich noch ein paar. Das werde ich einfach in der Mitte durchschneiden, allerdings nicht komplett. Ich werde versuchen, mal nur die Isolierung abzumachen, sodass ich Line und Neutral, also den braunen und den blauen, separat rausbekomme und die Erde am Stück lassen kann, sodass wir die einfach durchs Gehäuse schleifen können. Wobei durchs Gehäuse schleifen ist auch nicht vorgesehen, das ist halt Nachteil hier bei denen, dass halt nichts vorgesehen ist für Erde. Mal gucken, wie ich das mache, irgendwie drumherum. Dann dürften wir auf jeden Fall mal Strom auf das Ding bekommen können und ja, müssten dann in der Lage sein, es einzurichten. Und tada, das ging doch besser als erwartet. Ich habe entsprechend die äußere Isolierung entfernt. Den grün-gelben mit der Erde können wir jetzt lassen. Die anderen beiden schnippen wir einfach in der Mitte durch, isolieren ab. Und dann kommen die hier an der Seite rein. Das sind auch so Spring-Gedönse. Also da ist eine Feder drin. Das heißt, ich glaube, da darf dann noch nicht mal offiziell eine Ader-Endhülse drauf. Aber ja, ist eh nur zum Testen. Es sind halt die günstigen von den Klemmen hier. Ob ich denen jetzt so weit trauen würde, bin mir da nicht so sicher. Vor allen Dingen, wenn da 10 Ampere drüber gehen sollen. Also gucken wir mal, Output, Input, was haben wir hier, wir haben das so rum und wir haben auch beschriftet L und N, das sollten wir dann auch einhalten, auch wenn es theoretisch egal sein sollte. L, also der braune, sieht gut aus, alles fest, ja, die ganzen Dinger hier, die sind etwas verbogen, ich denke man kann es auch auf der Kamera sehen, der ist also nicht mehr gerade da drin, aber wird schon schief gehen. Ich würde sagen, ich hole mir dann mal die Steckerseite, stecke die in die Steckdose, die andere lasse ich jetzt mal lose, wir müssen ja nichts direkt schalten. Dann gucken wir einfach mal, was passiert. Es blinkt ein bisschen. Das sieht gut aus. Dieses Blinken dürfte heißen, dass er im Einrichtungsmodus ist, also gehen wir mal rüber zum Tablet. Auf dem Tablet, da brauchen wir erstmal diese App hier, EWE-Link. Die sollte es eigentlich im Play Store geben. Ansonsten intern heißt die auch Cool Tool, also wenn euch der Name begegnet, nicht erschrecken, das ist tatsächlich richtig. Es gibt es wohl auch für iPhone, aber ihr wisst ja, bei mir gibt es ein Android. Wenn wir es aufmachen, works with everything, naja, wir werden sehen. Und dann kommen wir direkt hier hin. Yay, wir müssen uns registrieren. Kommen wir offensichtlich nicht dran vorbei. Nachdem wir auf Registrieren geklickt haben, müssen wir unsere E-Mail-Adresse eingeben. Und jetzt geht es darum, einen Verification Code einzutippen. Den kriegt ihr dann per E-Mail an die entsprechende Adresse. Darunter muss ein Passwort festgelegt werden. Und dann steht hier Registrierung erfolgreich, bitte anmelden. Dann versuchen wir das mal. Und da sind wir dann schon drin. Jetzt steht hier, there are no paired devices, please tap add device. Das dürfte wohl der große Button hier unten sein. Quick pair mode, touch. Okay. Power up the model, then press and hold the button for 5 seconds until the indicator LED blinks twice and on repeatedly. Dann versuchen wir das mal. 5 Sekunden gedrückt halten. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, jetzt blinkt da ständig. Ich denke mal, das passt so, weil hier steht auch irgendwas, dass manche Modelle schnell blinken. Gehen wir mal auf Nächster.
Wi-Fi-Name. Okay, jetzt müssen wir auswählen, wo er das hin verbinden soll. Okay, und ich sehe gerade, das Wi-Fi muss dasselbe sein, wie das, wo das Tablet drin ist. Kommen wir wohl nicht drum rum. Ich habe das Tablet jetzt hier ins IoT-Netz gehangen. Dann das WLAN-Passwort eingeben und weiter. Dann meckert er rum, er hätte gerne Ortungsberechtigung. Ich schätze mal, das braucht er, um nach WLANs zu suchen. Gefundene Geräte der ersten Generation Gerät, /N% was? Ja, da hat, glaube ich, jemand etwas gepennt. Und ich glaube, er hat es gefunden. Denn es blinkt jetzt anders. Registrieren, ja, da hat er auch eine Nummer. Das könnte natürlich hinkommen. Und bitte Gerät benennen. So, geben wir dem noch einen Namen. Erfolgreich hinzugefügt. Successfully added. So, jetzt haben wir es hier. Wir sehen, im Moment ist hier on. Ups. Vorne der Button, da steht on und es ist grün. Und wir sehen auch hier ist die grüne Lampe an. Das heißt, das Relais ist momentan an. Wenn ich jetzt antippe, schaltet er aus. Okay, ich dachte, das wäre die Funktionsanzeige, offensichtlich nicht, aber ihr hört es ja. Es funktioniert prinzipiell. Wenn wir drauf gehen, dann sehen wir nochmal die ganzen Modellnummer und so weiter. In Einstellungen können wir gucken, ob wir die aktuelle Firmware haben. Wir können sagen, wie der Einschaltzustand sein soll. Zum Beispiel, dass immer, wenn wir den Strom von dem Ding anmachen, er automatisch sich einschaltet. Jetzt ist er automatisch aus. Was auch noch interessant ist, wir können Zeiten setzen hier. Also interne Timer, wann das Ganze an- und ausschalten soll. Wir können hier zum Beispiel sagen, morgens um 6.10 Uhr soll er anschalten. Wir können hier also einmalig sagen oder wiederholen, jede Woche an bestimmten Wochentagen. Dann zu gewissen Uhrzeiten an- und ausschalten lassen. Diese Zeiten, die sind allerdings Cloud-basiert, das heißt, die werden auf dem Server von denen gespeichert, nicht auf dem Gerät selber. Das heißt, wenn euer WLAN aus ist oder irgendwie nicht verfügbar ist, gerade Internet hängt, dann wird das Gerät natürlich nicht geschaltet. Außerdem gibt es einen Countdown. Wir können zum Beispiel sagen, okay, wir wollen in 2 Minuten einschalten oder sowas. Machen wir mal 1 Minute, speichern. Erfolgreich hinzugefügt und ich denke, das ist jetzt an. Ja, dürfte an sein, dann dürfte er gleich das wieder anschalten. Und einen Loop-Timer können wir ebenfalls setzen, wo wir sagen können, anschalten, gewisse Zeit warten, ausschalten, gewisse Zeit warten. Ja, wie gesagt, das sind jetzt die App-Funktionen. Alles, wie gesagt, über die Cloud, das heißt, es läuft über deren Server. Entsprechend ist das Ganze zum einen fehleranfällig, weil, wenn Internet mal hängt, könnte das Ding nicht steuern. Oder was heißt nicht steuern? Steuern kann man schon. Ja, jetzt ist er gerade angesprungen, ihr habt es gerade gehört, das war der Timer. Steuern könnt ihr ihn über den Knopf, wenn ihr den kurz drückt, dann könnt ihr den manuell ein- und ausschalten. Aber, naja, die Dinger hier sind halt eher dafür gedacht, fest eingebaut zu werden. Und dann ist das natürlich ein bisschen doof, wenn da gerade euer Internetprovider mal Schluck auf hat und nichts mehr geht. Denn, naja, wenn der Internetprovider Mist macht, könnt ihr meistens nichts dran ändern, sondern müsst warten, bis das der Techniker von denen mal sich bemüht, den Fehler zu beheben. Ja, dass dieses Cloud-Zeugs nicht jedermanns Sache ist, das habt ihr euch sicher schon gedacht. Und so ist es auch kaum verwunderlich, dass es da schon fertige Firmware für gibt. Die bekannteste, die ich mal kurz zeigen möchte, das ist hier Tasmota. Das ist eine fertige Software, die findet ihr unter github.com/arendst und dann sonoftasmota ist unten auch verlinkt. Und wir sehen, das ist eine Firmware speziell für diese Sonoft-Geräte mit WebMQTT und OTA-Firmware. Das Ganze für Arduino oder Platform.io, wobei wir da gleich noch drauf gucken werden, denn Arduino möchte man da eher nicht nutzen. Aber gehen wir erstmal zum einfachen Teil. Wie kriegen wir denn die Standard-Firmware überhaupt bei uns drauf? Das geht sehr, sehr einfach. Wir gehen auf Releases, kriegen dann hier entsprechend die letzte stabile Version und jede Menge BIN-Dateien. Im Prinzip braucht ihr davon nur zwei, entweder die sonoff-de, wenn ihr eine deutsche Sprache haben wollt, oder weiter unten die sonoff-bin, wenn ihr die englische Version haben wollt. Das Ganze muss dann natürlich aufs Gerät. Früher ging das relativ einfach, da gab es einen internen Firmware-Update-Mechanismus, hat man die neue Firmware vorgesetzt und gut war. Leider hat der Hersteller hinter den Geräten diese Möglichkeit geschlossen, das heißt, es geht jetzt leider nicht mehr, ohne das Gerät zu öffnen, um die Firmware da zu tauschen. Das heißt, wir müssen hingehen, müssen erstmal das Ding aufmachen, entsprechend den seriellen Anschluss da bestücken
und dann mit so einem kleinen USB auf Serial-Dongle da die Firmware hochladen. Also kümmern wir uns mal darum, das hier entsprechend vorzubereiten. Der Stecker ist natürlich draußen für die Zuleitung. Das heißt, wir machen einfach den Deckel hier unten ab, nehmen das Ganze raus. Ich lasse die Kabel jetzt, wenn es geht, dran. Dann muss ich es gleich nicht wieder hin und her schrauben. So, und hier haben wir in der Mitte die 5 Stück. Das heißt, wir besorgen uns einen entsprechenden 5-Pin-Stecker hier. 5, das kommt hin. Den können wir hier, denke ich, einfach draufsetzen. Ja. Okay. Drin ist es. Und das Ganze dann entsprechend von der Rückseite fest. Jetzt muss man hier oben aufpassen, da ist so ein Testpunkt, der ist relativ dicht dran. Pins dran, dann besorge ich mir mal so einen Seriell-Konverter und dann programmieren wir das Ganze noch. Okay, so, habe mir hier mal so ein 4er Kabel geholt. Dann klemmen wir einfach mal die 4 Pins in Richtung von dem Taster, der da on board ist, an. Das wäre dann, wie wir eben schon gesagt haben, VCC, RX, dann TX und Ground. Dann brauchen wir noch einen Adapter. Und dann haben wir hier die andere Seite, das ist so ein generischer USB-TTL-Wandler, wo wir halt gucken müssen, der hat 3,3 Volt hier oben auf einem Pin. Den müssen wir dann natürlich benutzen. Erstmal schauen, 3,3 Volt war gelb, ist die Plus. Dann haben wir, der nächste ist hier grün, das ist RX. RX muss dann hier auf der Seite auf TX, die müssen wir also wechseln. Das, was der hier sendet, muss der hier empfangen. Soweit jedenfalls die Theorie. Dann haben wir blau. TX kommt auf RX. Und last but not least haben wir hier Ground. Der kommt natürlich auf Ground. So. Soweit so gut. Jetzt ist alles fertig. Das Einzige, was wir gleich beachten müssen, wenn wir den einstecken, müssen wir den Knopf gedrückt halten. Das ist der GPIO0. Wenn wir 0 gedrückt halten und Strom drauf geben auf den Mikrocontroller, dann geht er in den Programmiermodus. Das ist ja das, was wir wollen. Also, ja, so können wir dann gleich flashen. Also gehen wir hin, wir halten gedrückt den Taster, stecken dann den Strom ein. So. Okay, müsste jetzt passen. Jetzt können wir den Taster auch loslassen. Für die Installation nutze ich hier ESP-Tool. Das ist ein kleines Python-Utility, kann man sich einfach runterladen. In den meisten Linux-Distributionen ist das auch mit dabei. Wichtig, ihr müsst aufpassen, dass hier ist wirklich die Python-Version von ESP-Tool, nicht die ESP-Tool-CK, die zum Beispiel mit dem Arduino mitgeliefert wird. Ja, das Ganze habe ich bei mir schon über den Paketmanager installiert. Wichtig natürlich wie üblich, do not connect the device to AC. Und was wir brauchen, ist der Befehl hier. Den hole ich nur einmal hier rüber, passe gerade den Port an. Wir haben natürlich ein Linux-System, also TTY USB 0. Und, okay, bei mir ist nur ESP-Tool, nicht ESP-Tool-Py. Das sieht gut aus. Writing erscheint es also zu machen. Gut, der ist fertig. Würde ich sagen, gehen wir wieder rüber zur Hardware. Und auf der Seite gehen wir jetzt erstmal hin, ziehen die ganzen I/O-Pins wieder. Machen das halbwegs ins Gehäuse, dass das nicht ganz so scary hier rumhantiert, liegt. Und dann geben wir nochmal Strom drauf und gucken, ob er was tut. Okay, er blinkt. Einmal kurz. Und da das Ding jetzt noch kein WLAN hat, also überhaupt keine Konfiguration, müssen wir das jetzt erstmal konfigurieren. Okay, er hat jetzt ein paar Mal hin und her geblinkt. Ich weiß nicht ganz, was er macht. Drücken wir mal einmal kurz. Okay, einmal kurz drücken heißt, er geht an. Nochmal, er geht aus. Also Relais geht schon mal. Was wir jetzt machen können, das ist den in Konfigurationsmodus setzen. Und dazu müssen wir 4-mal kurz drücken. Dann macht er einen internen Access Point auf. Und über das können wir dann dahin verbinden. Alternativ kann man das auch 3-mal kurz drücken und dann gibt es die sogenannte Smart Config App. Die gibt es zum Beispiel für Android. Kann man da drüber machen. Ich würde sagen, wir machen 1, 2, 3, 4. Okay, jetzt blinkt er. Hat nur was gedauert. Und in meinen Settings habe ich jetzt hier einen neuen Access Point. Sonoff-7590. Das ist ein Teil der Seriennummer. Dann verbinden wir mal dahin. Das sieht gut aus. Ich bin verbunden, habe eine IP bekommen, 1.1.2.1.6.8.4.2. Wir gehen jetzt einfach mal in den Browser und hier hat er mich automatisch auf die 1.1.2.1.6.8.4.1 rüber gemacht, weil kein Internet und oh, hier werden direkt die Wi-Fi-Parameter abgefragt. Das heißt, ich kann jetzt hier alles eingeben, was ich denn für meinen WLAN haben möchte.
kann jetzt natürlich auch sagen Scan for Networks, dann zeigt er mir alle, die er finden kann. Die zweite SSID lasse ich frei und den Hostname, den können wir hier frei vergeben. Sonoff Test. So, Save. Configuration saved. Device is now trying to connect to the network. Das heißt, er probiert sich jetzt zu verbinden. Ich kann also jetzt hier mein WLAN wieder umschalten. Und wenn ich jetzt hier auf meinem Router oder WLAN-System gucke, da sehen wir, er hat jetzt auch hier verbunden, Sonoff Test, und hat jetzt hier auch eine IP bekommen. Die IP ist natürlich in meinem LAN, da kann ich reingehen und kriege dann diese wunderbare Webseite hier. Und er hat jetzt hier automatisch drinstehen Sonoff Basic, das ist der Standard. Das können wir auch ändern, wenn wir was anderes haben. Aber das Wichtigste ist hier dieser Button, nämlich Toggle. Und wenn ich den drücke, ihr seht, das Relais schaltet um. Und genau das ist ja das, was wir haben wollten. Wir können also jetzt im LAN über eine Webseite das Ding ein- und ausschalten. Man kann es auch noch über verschiedene andere Sachen rein konfigurieren. Wenn wir hier auf Configuration gehen, da können wir Timer einstellen, wir können MQTT einstellen. Und ja, wir können sogar sagen Configure Module, können sagen, wenn es ein anderer Typ ist. Und dieser GPIO 14, der war ja frei. Da können wir jetzt zum Beispiel auch sagen, okay, da ist jetzt irgendwie ein DAT11 oder ein AMS2301 dran. Also zum Beispiel einen Temperatursensor noch mit reinbauen. Das wären so Sachen, die man damit tun kann. Für mich interessant ist natürlich MQTT und da ist leider relativ flott Schluss. Das Ding kann zwar MQTT und wahrscheinlich gibt es viele Leute, die das so auch gerne einsetzen. Allerdings, wenn wir hier drüber gucken, bei den Einstellungen, das Ding kann leider keine Verschlüsselung. Das stimmt jetzt nicht ganz, wenn man im Quelltext rumhantiert, dann kriegt man da auch eine MQTT mit Verschlüsselung hin. Allerdings, ja, das kostet, wenn man die MQTT-Verschlüsselung baut, geht die Webseite nicht mehr, kann man das Ding nicht mehr konfigurieren. Das heißt also, man hat entweder oder. Entweder man hat ein schönes Webinterface, was halbwegs bedienbar ist und worüber sich das Ganze einfach konfigurieren lässt. Oder man hat das Ganze in sicher. Ja, also typisches IoT-Gerät. Für mich ist das nichts, denn ich möchte gerne verschlüsselt kommunizieren mit MQTT und trotzdem eine Webseite haben. Deswegen mache ich mir da lieber eine eigene Firmware dafür. Beziehungsweise ich habe hier für die ESP8266 welche, die kann ich auch hier drauf werfen. Wir hatten ja gesehen eben, hier waren ja solche Hinweise. Das heißt, GPIO 12 ist das Relais, GPIO 13 ist die grüne LED. Das ist das, was für uns ja relevant ist. GPIO 0 ist der Button. Von daher ist das nicht ganz so schwer, sich da was Eigenes zu bauen. In jedem Fall sollte man natürlich schauen, dass das Ganze eine Update-Funktion hat. Wenn wir hier nochmal gerade zurückgehen, dann sieht man auch, hier gibt es die Möglichkeit im Main-Menü automatischen Firmware-Upgrades zu fahren. Das heißt also, man muss das nicht nochmal aufmachen, wenn man irgendwann die Software ändern möchte. Bevor ich aber anfange, eine eigene zu basteln, gucken wir gerade hier nochmal auf das Tasmota, wie man das anpassen kann, wenn ihr euch dran versuchen wollt. Und zwar, wir hatten ja eben hier schon gesehen in den entsprechenden Infos, irgendwo stand es doch. Genau hier, written for Arduino IDE und Plattform I.O. Das Problem ist, Arduino IDE hat einen kleinen Haken, und zwar, wenn man Arduino einsetzen möchte, dann muss man in Arduino diverse Dateien überschreiben, und das ist natürlich doof, wenn man auch andere Projekte damit machen will. Man bräuchte also eine komplett separate Installation. Entsprechend gucken wir uns dann jetzt mal Plattform I.O. an. Das hatten wir auch ja hier noch nicht wirklich. Das ist eine Alternative zu Arduino, gibt es unter platform.io.org. Nein, nicht platform.io. Das Ganze ist leider ja ein ziemliches JavaScript-Gebäsche. Das gibt es entweder für Atom oder für das Microsoft Visual, VC Editor oder wie es heißt. Das sind beide Java-Editoren, die brauchen beide jede Menge an RAM. Und ja, also auf meiner 8 GB Maschine, da läuft es nur so mäßig. Im Gegensatz zu Arduino hat Plattform I.O. eine Menge Funktionen, die besser gelöst sind. In meinen Augen ist etwas professioneller. Es gibt sogar je nach Plattform Debugger und so weiter. Aber gucken wir einfach mal rein. Ich werde das Ganze jetzt für Atom installieren. Den habe ich schon drauf. VS Code, wie gesagt, von Microsoft in Editor, der läuft auch unter Linux. Allerdings ist der noch was schwergewichtiger nach meiner Meinung. Deswegen gucken wir uns hier einfach mal an, wie es bei Atom geht. Anleitung ist relativ einfach. Und zwar machen wir Atom auf, warten ein paar Minuten, bis das er der RAM genug gefüllt hat, klicken dann das ganze Welcome- und Telemetrie-Gedönse weg. Und jetzt können wir loslegen. Dazu gehen wir unter File, dann hier in die Settings,
ganz unten auf Install. Und da können wir dann einfach nach der Plattform IO IDE suchen. Dauert einen kleinen Moment, hier wird es dann auch vorgeschlagen. Einmal auf Install drücken und ja, dann sollte er theoretisch den Rest automatisch ziehen. Er weiß also, was alles an anderen Paketen benötigt wird und installiert die gleich mit. Ist relativ groß, kann also mit dem Download ein bisschen was dauern. Müsste was Zeit mitbringen. Und ja, so ganz hat es nicht direkt funktioniert. Er möchte dann noch C-Lang hier haben, was wir per Hand installieren müssen. Können wir einmal auf Install klicken, dann macht er hier yay, das Ganze im Edge auf. Okay, das ist hier dieses LLVM-Gedönse. Einmal in der 64-Bit-Variante runterladen, die Version 3.9.1. Ist auch wichtig, dass er genau die holt, weil es gibt neuere Versionen, die aber alle noch nicht unterstützt werden hier von Plattform.io. Setup ist dann das übliche, weiter, weiter, weiter. Ich denke, da ist nicht allzu viel zu sagen. Und halt die eine Stelle, die angekreuzt ist, passend auswählen. Und dann sollte das passen. In Atom sehen wir in der Zwischenzeit hier, dass er noch am Installieren ist. Wir haben da so ja, ein paar Sachen. Den ersten hat er jetzt abgeschlossen. Die anderen sind in Arbeit bzw. in der Warteliste. Und müssen wir, wie gesagt, lange warten, bis das er fertig ist. Wenn er dann soweit ist, dann kriegen wir hier dieses wunderbare Dashboard. Können einmal auf die Webseite gehen und laden uns hier bei den Tasmota Releases einfach die Source Code als ZIP oder TGZ runter, je nachdem welches Format euch lieber ist. Das Ganze passend entpacken, hier in Platform.io sagen wir einfach Open Project und wählen den richtigen Ordner aus. Und dann sehen wir jetzt hier links haben wir diese ganze Leiste mit den Daten. Wenn ihr es anpassen wollt, sind für euch zwei Dateien wichtig. Einmal hier diese userconfig.h. Da wird zum Beispiel das WLAN eingetragen, was er per Default holen soll. Da kann man einstellen, was er für ein WLAN-Utility zur Konfiguration benutzt. Wir können einen Syslog hinterlegen, wenn wir Logfiles anlegen wollen. Wir können hier die OTA-URL ändern für automatische Updates, die übers Netz direkt gezogen werden. Und hier sehen wir die ganzen MQTT-Einstellungen schon mit dem Fingerprint. Wenn wir den aber nutzen wollen, müssen wir ganz nach unten scrollen, hinter die ganzen anderen Optionen, die es so alle gibt. Da müssen wir dann hier dieses Use MQTT TLS sagen. Da steht ja schon groß dabei. Geht nicht mit Webserver, das ist hier unten auch nochmal in so einer Definition. Wer das abgefragt, dass ihr da das ja nicht gleichzeitig einschaltet. Ich habe es probiert, ich habe es leider nicht hinbekommen. Der ist bei mir immer wieder abgestürzt. Er hat zwar ein bisschen TLS gesprochen mit dem Server, hat auch das Zertifikat validiert, aber ja, sobald er versucht hat, was zu senden, ist das Ding abgestürzt. Ich schätze mal, da fehlt immer noch RAM, obwohl ich sehr viel der Funktionen auskommentiert habe. Also Webserver war nicht drin, Domestics war nicht drin, die ganzen Timer waren nicht drin und trotzdem keine Chance gehabt. Eine andere Datei, die ihr noch gucken sollte, das ist hier diese Platform.io.ini. Da kann man nämlich hier einstellen, was er alles kompilieren soll. Standardmäßig kompiliert er alle Bin-Dateien, die ihr auch auf GitHub gesehen habt. Und ja, wir können hier einfach hingehen können. Sagen, okay, wir wollen nur Sonoff bauen, also nur die englische Version. Dann kommentieren wir das aus. Sobald da eins geschrieben ist in dieser Liste, wird auch nur noch das, was in der Liste steht, gebaut. Und ja, wir brauchen dann nur noch auf diesen Haken zu klicken an dem linken Rand. Das ist dasselbe wie Build bei Arduino. Wir bauen uns dann die fertige Bin-Datei. Und die lässt sich dann entweder über ESP-Tool oder die interne Update-Funktion von der bestehenden Installation einfach hochladen. Ja, und dann gucken wir gerade auf meiner Selfmade Firmware, die ist relativ simpel aufgebaut. Das basiert am Ende alles auf dem PubSub Client. Ja, habe ich gerade noch festgelegt, LED Relay Button, dass man die an der richtigen Stelle hat. Hier oben wird ein WLAN eingestellt, die MQTT Daten, das ist identisch zu dem, was ich auch in meinem MQTT Video, glaube ich, gezeigt habe. Ist also kein großes Problemchen, das da reinzutragen. Und was der hier macht, ist im Prinzip alle 60 Sekunden schickt er per MQTT ein paar Statusnachrichten. Das sind so Sachen wie die aktuelle IP-Adresse, die Empfangsstärke vom WLAN und solche Sachen. Und er hört auf einen gewissen Befehl. Und zwar in hier dem Fall wäre das /ESP/SonoffBasic1/set. Wenn wir da ein On hinschicken, geht das Relais an und mit Off geht's aus. Selbes mit Get, nur das liest er nicht, das schreibt er. Das heißt also in eurer Haussteuerung, wie zum Beispiel Home Assistant, könnt ihr dann /ESP/SonoffBasic1/get nutzen. Wenn on drin steht, ist an, wenn off ist aus.
Der lokale Button wird auch regelmäßig abgefragt, das heißt, mit dem kann man auch ein- und ausschalten. Das wird natürlich auch hier per MQTT über das Get Done geschickt, sodass ihr das in der Steuerung visualisieren könnt. Ansonsten gibt es so ein paar Parameter, man kann halt Ping-Pong spielen, um zu gucken, ob das Ding noch da ist. Es gibt einen Befehl, ums Remote zu resetten und einen Befehl, um den in diesen Android-OTA-Modus zu versetzen. Den habe ich jetzt noch nicht getestet, aber wird bestimmt funktionieren. Das ist jetzt nichts Großartiges, das ist einfach nur zusammenkopiert nach dem Motto hier, wenn Button low ist, dann schaltet das Relais um und wenn Zeit abgelaufen ist, dann schickt die Zeit und wenn irgendwie on oder off kommt, irgendwo, genau hier haben wir es, wenn auf dem Topic Set entsprechend ein on kommt, dann macht das Relais an und ansonsten macht es aus. Ist jetzt kein Hexenwerk. Das ist natürlich bei weitem nicht so mächtig wie Tasmota. Ich habe nichts drin für Sensoren, ich habe nichts drin für Timer, ich habe kein Webinterface oder irgendwas in die Richtung. Aber da ich halt nur verschlüsseltes MQTT an der Stelle will, ist das für mich wesentlich angenehmer hiermit und einen Sensor im Zweifelsfall einzubinden. Naja, es ist Arduino am Ende. Das ist jetzt auch nicht so schwer. Mit der Firmware habe ich das Ganze dann auch jetzt am Laufen. Und danach zu urteilen, dass ich gerade nicht im Dunkeln sitze, funktioniert das Ganze auch. Und damit kann ich dann jetzt hier dieses Sonoff-Gerät auch ohne Cloud nutzen. Einfach nur bei mir im Netz. Wenn ich den Lichtschalter drücke, geht das Signal jetzt nicht mehr einmal um den Globus, um 20 cm daneben die Lampe anzuschalten. Und ich würde sagen, damit tut das Ding dann auch das, was es in meinen Augen soll.